Der Fahrplanwechsel für den Jahr 2025 steht vor der Tür. Die großen Änderungen bei den Fernverkehrszügen der Bahn ab dem 15. Dezember 2024 sind in diesem Video zusammengefasst. Erstens der Teil über Züge innerhalb Deutschlands. 6 zusätzliche ICE-Sprinter Berlin-Frankfurt-Main. Nach der Rekordausweitung des Angebots in Deutschland zum letzten Fahrplanwechsel setzt die Bahn in diesem Jahr auf mehr Züge bei besonders nachgefragten Verbindungen. Zwischen Berlin und Frankfurt, Main, sind täglich 6 zusätzliche ICE-Sprinter unterwegs, die beide Metropolen nonstop in rund 4 Stunden verbinden. Damit gibt es künftig 22 besonders schnelle Verbindungen zwischen Spree und Main. Im ICE-Sprinter-Netz spart man gegenüber Zügen mit mehr Halten zwischen den Metropolen bis zu 30 Minuten Fahrzeit, zwischen Berlin und München sogar bis zu 45 Minuten. Weniger Umsteigen mit zusätzlichen ICE-Direktverbindungen. So verkehrt im Fahrplan 2025 ein zusätzlicher Zug direkt zwischen Berlin und Saarbrücken. Eine weitere Direktverbindung wird ab Mitte März auch von Rostock zum Beispiel nach Leipzig, Frankfurt und Stuttgart eingeführt. Eine jeweils zweite tägliche ICE-Direktverbindung kommt zwischen Bremen und Berlin sowie zwischen Basel und Stuttgart hinzu. Ein weiteres Zugpaar zwischen Hamburg, Bremen, Osnabrück und Köln wird dauerhaft von EuroCity auf komfortablere ICE umgestellt und neu über die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main mit Halt Frankfurt Flughafen nach Basel durchgebunden. Dadurch erhalten wie Osnabrück und Münster eine weitere, um eine Stunde schnellere Direktverbindung nach Süddeutschland. Mit einer neuen ICE-Nachtverbindung zwischen Berlin und der Schweiz reagiert die DB auf die große Nachfrage nach Sitzwagen bei der bereits bestehenden Nachtzugverbindung. Für das zusätzliche Angebot über Hannover, Frankfurt, Main und Karlsruhe Richtung Basel, Zürich und Chur wird ein XXL ICE4 mit rund 920 Sitzplätze pro Fahrt eingesetzt. Dann der Teil für internationale Züge. Neue Direktverbindung Berlin-Paris in 8 Stunden. Ein Highlight ist die tägliche neue Direktverbindung von Berlin über Straßburg nach Paris, mit Halten in Frankfurt-Main-Süd, Karlsruhe in Deutschland. Zum Einsatz kommt der ICE3 der Baureihe 407. Weitere zusätzlich internationale Direktverbindungen. Auch Amsterdam ist künftig erstmals täglich umsteigefrei per ICE mit Stuttgart und München verbunden. Von München nach Amsterdam dauert es ebenfalls etwa 8 Stunden. Zwischen Frankfurt, Main und Brüssel gibt es von Mitte April bis Anfang November neu täglich eine Spätverbindung in beiden Richtungen. 2 weitere Züge sind künftig auf der Strecke München-Lindau-Reutin-Zürich unterwegs. Das Fahrtenangebot zwischen Deutschland und Polen bzw. Italien wird aber auch erneut ausgeweitet. Mit 2 zusätzlichen Zügen pro Tag ergibt sich auf der Strecke Berlin-Breslau-Krakau künftig ein 4-Stunden-Takt. In den Sommermonaten gibt es weitere Direktzüge von München über Verona hinaus mit 4 täglichen Fahrten von nach Venedig und 6 Fahrten von nach Bologna. Anschließend die Nachrichten über die neuen Züge. Die Bahn setzt in die Niederlande und Belgien bereits seit dem Sommer dieses Jahres den neuen ICE3 Neo ein. Richtung Österreich und Italien kommt die 2. Generation des österreichischen Railjet zum Einsatz. Neue Ruhe- und Familienzonen machen Reisen über den Brenner noch komfortabler. Zwischen Prag, Dresden, Berlin und Hamburg übernimmt zunehmend der neue tschechische Comfortjet den Verkehr, damit die ältere EuroCity-Züge abgelöst werden. Auf der Route München-Lindau-St. Gallen-Zürich fahren weitere Triebzüge des Schweizer Astoro. Ab Mitte Juni 2025 kommen auf etwa der Hälfte der Fahrten der zweistündlichen Linie Dresden, Leipzig, Magdeburg, Hannover, Köln, Mainz, Stuttgart künftig bis zu 200 km pro Stunde schnelle Intercity-2-Züge vom Typ KIS zum Einsatz. Dies sind also einige der wichtigsten Änderungen. Auch im nächsten Jahr werde ich Videos von diesen neuen Zügen aufnehmen. Vergesst nicht, meinem Kanal zu folgen, um euch mehr Züge zu zeigen. Bis zum nächsten Mal.